Ich mache halt noch nicht Deutsch und Mathe mit so richtig, weil ich das dann auch nicht so richtig kann, was die machen. Das ist auch nicht schön, aber es ist halt so, man muss halt das akzeptieren, dass andere besser sind. Inklusion ist dahingehend gut, dass keiner ausgegrenzt wird und alle miteinander in Berührung kommen. Und langfristig gesehen vielleicht auch, wenn das so praktiziert wird, die Gesellschaft positiv verändern kann. Inklusion bedeutet für mich, dass es uns gelingt, Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf in einer Regelschule zu beschulen. Ich finde es eigentlich besser auf einer normalen Schule, weil dann hat man da auch Chancen, diesen Förderbedarf abzuarbeiten. Also früher war es ganz schlimm bei mir, da habe ich mich nicht konzentriert. Bin immer aus dem Unterricht rausgegangen, habe irgendwas reingerufen, provoziert und so. Und jetzt habe ich eine Schulbegleitung, jetzt provoziere ich eher selten, gehe auch selten raus. Ich finde den Gedanken der Inklusion super wichtig, aber wir haben nicht die Ressourcen, um das bestmöglich umsetzen zu können. Ich bin nicht darin ausgebildet, Kinder, die einen Förderschulbedarf haben zum Beispiel, so zu fördern, dass ich selbst damit zufrieden bin. Meine Kollegin und ich, wir brennen für Inklusion, deshalb denke ich, klappt das einigermaßen, aber wir fühlen uns ständig alleingelassen, kommen an Grenzen. Es gibt Klassen, da ist es wirklich, da knallt es und da kracht es auch. Und da sind auch wirklich alle am Rande der Überforderung. Ich finde, die Schulen sind gar nicht dafür ausgestattet und ausgerichtet. Na, ich erlebe es als große Herausforderung, um es mal positiv zu sagen, weil die Förderschullehrer eben doch nur im geringen Umfang mit in der Klasse sind. Und mit 3 Stunden in der Woche kann man nicht Inklusion eigentlich machen. Für mich wäre es ganz wichtig, dass die Sonderpädagogen vor Ort sind, in der Klasse selber und möglichst auch jeden Tag. Räumlichkeiten und bessere Ausstattung grundsätzlich, das wäre schon toll. Wir brauchen im Grunde viele Fachkräfte für besondere Situationen. Wir brauchen vor allem ganz viel Zeit. Das ist ja auch wichtig für unser Land, dass wir eine gute Bildung garantieren und versuchen zu gewährleisten. Und dafür, und das ist eigentlich eine ganz einfache Forderung, und die kennt auch, glaube ich, jeder. Mehr Gelder für mehr Fachkräfte, die unterstützend dann noch mit in diese Klassen reinkommen. Und dann könnte es großartig funktionieren. Ich möchte auf dieser Schule es schaffen, einen Abschluss zu machen, einen normalen. Und dann möchte ich noch studieren gehen. Das ist eigentlich egal, welche Hautfarbe man hat, ob man dick, dünn, groß oder klein ist. Menschen sind Menschen.